Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Ab heute mit neuen Rubriken und neuem Studio. Und das sind die Themen der heutigen Sendung im Überblick. Gewächshäuser Teil 2. Warum die richtige Belüftung im Gewächshaus ausschlaggebend für eine erfolgreiche Ernte ist. Und der große Grilltest. Wir stellen Ihnen die beliebtesten Grills vor und zeigen Ihnen, welche Neuheit es in diesem Jahr auf dem Markt gibt. Genügend Frischluft ist nicht nur für die eigenen vier Wände wichtig, sondern auch für die Pflanzen im Gewächshaus. Nur wenn Sie Ihre Pflanzen mit genügend frischer Luft versorgen, können Sie auch eine reichhaltige Ernte einfahren. So hat unser Gewächshaus noch vor 5 Wochen ausgesehen. Mittlerweile haben sich Gemüse und Pflanzen weiterentwickelt. Für ein erfolgreiches Wachstum ist vor allem die richtige Belüftung entscheidend. Das Gewächshaus sollte daher über bestimmte Ausstattungsdetails verfügen. Ganz wichtig sind die Dachfenster, eine ausreichende Anzahl an Dachfenstern. Denn warme Luft steigt in den Firstbereich des Gewächshauses und kann durch die Dachfenster am besten entweichen. Wichtig ist auch eine Tür natürlich, eine ausreichend große Tür. Die Tür sollte am besten als Halbtür ausgeführt sein. Hierbei kann die obere Hälfte der Tür in verschiedenen Lüftungsstellungen geöffnet werden, während der untere Teil geschlossen bleibt. Die Belüftung ist so optimal und gleichzeitig sind die Pflanzen vor Zugluft geschützt. Um eine ertragreiche Ernte von Obst und Gemüse zu erhalten, muss das Klima im Gewächshaus den vorherrschenden Witterungsbedingungen angepasst sein. Eine wichtige Rolle spielen dabei zwischen dem 11. und 15. Mai die Eisheiligen. Bis zu den Eisheiligen sollte natürlich nachts auch diese Lüftung und die Tür geschlossen bleiben, weil es da doch nochmal Frost geben kann. Und danach den Eisheiligen könnte man schon empfehlen, diese Fenster auch leicht geöffnet zu lassen und dann mit der Tür zu spielen, gerade mit der untergeteilten Türe, dass man die dann zumacht, dass es keine Zugluft gibt. Und dementsprechend könnte man dann auch, wenn es zu warm ist, so 8 bis 10 Grad in der Nacht, auch die Tür ganz offen lassen. Bei starker Sonneneinstrahlung im Sommer kann die Temperatur im Gewächshaus schnell über 35 Grad steigen. Wer dann für ein paar Tage oder Wochen in Urlaub fährt, sollte vorsorgen. Empfehlenswert ist hierbei der Einbau von automatischen Fensteröffnern. Diese öffnen und schließen die Fenster automatisch in Abhängigkeit der Innentemperatur des Gewächshauses, selbsttätig, ohne Strom, nur durch Wärmeenergie und nehmen einem dann entscheidende Arbeit an der Stelle ab. Wer ein Gewächshaus hat, sollte beim Thema Belüftung nicht nachlässig sein. Ist die Belüftung nicht ausreichend, kann es statt frischem Obst und Gemüse oder schön blühenden Pflanzen zu bösen Überraschungen kommen. Es entstehen dann viel mehr Pilze, vor allem gerade bei Gurken der Mehltaupilz, bei den Tomaten Braunbeule und auch Schädlinge wie Blattläuse, weiße Fliege vermehren sich natürlich in einem gespannten Haus, also mit viel Wärme mehr. Und die vermehren sich halt rasend schnell dann. Und so kann man die ganzen Schädlinge auch minimieren. Und dafür schon nach 5 Wochen so ein Ergebnis erzielen. Können Sie sich noch an die großen Boxentürme und den Kabelsalat in der ganzen Wohnung erinnern, wenn Sie zu Hause gut Musik hören wollten? Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Die moderne Technik bietet heute Hörgenuss ohne Kabel. Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Ulm und Neu-Ulm. WLAN-Boxen, Drahtlos-Lautsprecher oder einfach Multiroom-System. Egal wie man es nennt, gemeint sind Geräte, die derzeit immer beliebter werden. Aktivlautsprecher mit eingebauten Verstärkern, die Musik über ein drahtloses Heimnetzwerk beziehen.
Das Ganze funktioniert natürlich so, dass man hat ja Netzwerk im ganzen Haus verteilt. Von dem her wird das quasi nur über den Router oder das Modem, je nachdem was halt einfach vorhanden ist, direkt auch in die Räume gestreamt. Durch einfaches Antippen wird die Musik dann abgespielt. Über das WLAN-Netz gelangen die Daten zur Box und werden wiedergegeben. Und das kabellos in alle Räume der Wohnung, sogar ins Badezimmer. Der Lautsprecher ist spritzwassergeschützt, von dem her kann da nichts passieren. Das WLAN-Modul ist integriert. Von dem her, wie gesagt, also an der Technik, da passiert nichts. Multiroom-System oder Musik in allen Räumen. Wer sein Zuhause mit einem Multiroom-System ausstatten möchte, muss sich nur für das passende System entscheiden. Die Lautsprecher bieten bei allen Herstellern eine hervorragende Klangqualität. Daher kommt es auch auf andere Entscheidungskriterien an. Wichtig wäre natürlich, was möchte man machen, gerade mit dem Lautsprecher fürs Bad. Dann natürlich, was habe ich für eine Leitung daheim? Ja, wie schnell ist die Leitung? Was kann man wirklich erreichen? Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Ne? Multiroom-Systeme sind wahre Multitalente, bieten sich also vor allem für größere Wohnungen mit mehreren Zimmern an. Der Bauen- und Wohnen-Elektronik-Tipp wurde Ihnen präsentiert von Mediamarkt. Aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Ulm und Neu-Ulm. Auf Knopfdruck der perfekte Hörgenuss in allen Räumen, wirklich beeindruckend. Nach einer kurzen Pause geht es bei uns weiter mit dem Thema Grillen. Dann zeigen wir Ihnen, welches der perfekte Grill für Ihre Bedürfnisse ist. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Sie möchten morgens den Tag angenehm beginnen? Mit Ihnen gestalten wir gemeinsam Ihr neues Traumbad. Ein Bad zum Wohlfühlen und Genießen. Alles aus einer Hand. Bommer, die Badgestalter. Das schönste Haus am Platz. Die einzigartige, über 400 Quadratmeter große Fliesenausstellung von Geismeier in Tettnang macht's möglich. Jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr Fliesenschausonntag. Franz Geismeier, Baustoffe und Fliesen. Ihr sympathischer Partner am Bau. www.geismeier.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Jeden Sonntag Schausonntag bei Geismeier Baustoffe und Fliesen in Tettnang. www.geismeier.de. In Singen in der Georg-Fischer-Straße. Sie möchten Wärme effektiv nutzen? Für Sie konzipieren wir die optimale Lösung, die zu Ihrem Gebäude und Ihrer Nutzung passt und bieten Ihnen 365 Tage Kundenservice. Bommer, Bad und Wärme zum Wohlfühlen. Für die meisten von uns beginnt mit dem Vatertag offiziell die Grillsaison. Doch welches ist der passende Grill für meine Bedürfnisse? Wir stellen Ihnen die gängigsten Modelle einmal genauer vor. Sonne, Garten, Grillsaison. Doch welcher Grill ist der richtige für mich? Hier haben wir jetzt also einen wunderbaren Elektrogrill. Und zwar Elektrogrill hat den ganz großen Vorteil, dass ich eigentlich den fast überall verwenden kann.
Ich kann den verwenden auf Balkon, Terrasse, auch in Mehrfamilienhäusern gibt es also recht wenig Probleme, was das Thema Rauchentwicklung und auch vor allem Feuergefahr angeht. Hier gibt es isolierte Deckel, Gussroste und einfach vom Handling her sehr, sehr einfach. Hier haben wir natürlich den absolute Klassiker, der Holzkohlegrill. Und zwar ist das ein Holzkohlegrill, der mittlerweile eben durch dieses geschlossene Deckelsystem, man sieht es auch nochmal hier, die Temperatur und auch die Hitze im Grill selber hält. Und man kann das ganz gut steuern über diese Schieber oben wie unten, was die Temperatur im Grill angeht. Also ich sag, die typische Griller sind eigentlich Holzkohlegriller. Man liebt das Thema einfach, man liebt den Geschmack der Holzkohle. Und auch die Grills haben die ganz große Möglichkeit, auch Pizzasteine, Wok, Planchaplatte, alles Mögliche lässt sich auf diesem Grill auch mit draufpacken. Jetzt kommen wir natürlich zu einem ganz besonderen Schmuckstück. Das sind die sogenannten Keramikgrills. Hier sind die von der Firma Monolith. Und zwar haben die eine ganz große Möglichkeit, wenn ich jetzt lang Temperatur halten möchte, habe ich durch diese dickwandige Keramik, die dieser Grill hat, kann ich die Temperatur viele, viele Stunden halten, indem ich unter die Kohle reinpacke und dann über diese Schieber oben wie unter die Temperatur optimal austariere. Da kann ich Sperrribs machen, die wunderbar, absolut hammermäßig schmecken. Hier sind wir eigentlich beim mittlerweile einer der stärksten Varianten, und zwar sind es die Gasgrills. Die Gasgrills haben die letzten Jahre eine sehr, sehr große Nachfrage erfahren, weil es einfach schnell geht, sauber ist und ich habe bei meinem Gasgrill innerhalb von 3 bis 5 Minuten einfach startbereit bin, was das Ganze angeht. Die Gasgrills von heute sind auch ein geschlossenes Deckelsystem, wie wir hier sehen, und ein Großteil der Grills sind mittlerweile mit einem sogenannten Seitenkocher ausgerüstet, dass ich also alles Mögliche da auf dem Seitenkocher nochmal generieren kann und machen kann. Es geht so weit bis beim Winter, wenn ich im Winter grill, dann kann ich ohne Probleme auch mal einen Glühwein oder einen Jägertee oder irgendwas auf dem Seitenkocher packen, kommt immer ganz klasse an. 3 Brenner, ich kann Braten drauf packen, indirekt grillen, also alles machbar. Hier haben wir eine Neuheit 2015 von der Firma Rösle, und zwar ist das ein sogenannter Pelletgrill. Es wird also über eine sogenannte Zuführung werden Pellets in diesen Grill eingeführt über eine Schnecke, und ich kann mit diesem Grill über eine Computersteuerung bis zu 16 Stunden mit einer Füllung grillen. Das heißt, ich habe eine unglaubliche Möglichkeit, lang und auch sehr schonend zu grillen. Ich kann aber auch schnell und intensiv grillen, je nachdem, wie ich die Einstellung da schaffe. Also im Moment einer der interessantesten Grills auf dem Markt. Hier alles auch komplett in Edelstahl und in einer sehr, sehr hohen Verarbeitung. Ursprünglich kommt die ganze Idee eigentlich aus den USA, hat aber mittlerweile sehr, sehr viele Freunde auch in Deutschland gewonnen. Für welchen Grill auch immer Sie sich entscheiden, Grillgenuss im Sommer ist garantiert. Ich muss ehrlich zugeben, liebe Zuschauer, mein Favorit ist der Gasgrill. Denn wenn ich Hunger habe, muss schnell etwas auf den Teller. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bis kommende Woche. Tschüss. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.